Leute, was geht ab? Heute, The Last of Us. Es geht weiter, es geht in die nächste Runde. Grüße, Chris Lee, was geht ab? Arne. Sehr guter Name, mein Kind heißt auch Arne. Und genau, es geht heute weiter, Leute. Bevor ich aber jetzt den kleinen Recap starte, was letzte Folge passiert ist, würde ich direkt mal sagen... Oder nein, passt auf, wir machen zuerst das Recap und dann... laufen wir weiter. Was ist letzte Folge passiert? Also, ich war jetzt eine Woche erstmal im Urlaub, Leute. Ich hoffe, ihr habt es ausgehalten ohne Last of Us. Wahrscheinlich nur sehr schwer. Und diese Woche geht's weiter. Letzte Woche hatten wir 5 oder 6 Stunden am Stück gespielt. Das war echt anstrengend. Aber es hat auch eine Menge Spaß gemacht mit euch. Letzte Woche ist passiert, ich habe mir sogar Notizen gemacht, Leute, was letzte Woche passiert ist, damit ich euch noch ein Recap geben kann. Ne? Wahnsinn. Letzte Woche ist passiert, wir haben diese Nora gefunden. Sie war eine alte von den Fireflies. Und wir wollten von ihr herausfinden, wo Abby ist. Abby ist die böse Frau von Anfang, die wir am Anfang gespielt haben, die quasi Joel gekillt hat. Und ja, wir haben Nora gefunden. Sie hat uns allerdings nicht verraten, wo Abby ist. Wir haben sie dann brutalst umgebracht, was ziemlich heftig war. Und genau. Wir haben dann irgendwie, obwohl sie es nicht gesagt hat, unseren Kollegen gesagt, dass wir nach ihrem Aquarium suchen sollen. Wahrscheinlich so eine Fischausstellung oder so. Allerdings haben wir diese Information nie bekommen. Also gehe ich davon aus, dass sie das erfunden hat, damit sie weitergehen. Also sie hat gelogen, um weiterzulaufen. Genau, dann sind wir auch weitergegangen. Davor haben wir noch erfahren, Dinah war schwanger. Das haben wir, glaube ich, schon vorletzte Folge erfahren. Allerdings haben wir es jetzt unserem asiatischen Freund erzählt, der wahrscheinlich der Vater dieses Kindes ist, weil er vorher mit unserer Freundin zusammen war. Alles wildes Beziehungsgeflecht. Und in diesem Gespräch, jetzt wird es interessant, hieß es noch, dass wir unbedingt Tommy verfolgen wollen, was ja auch schon von Anfang an unser Ziel war. Dieser Cut... Also das war aber ein krasser Widerspruch dazu, zu dem letzten Gespräch, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Nämlich, da haben wir haben einen Haufen Leute gejagt und so, sind dann, also wir haben mit unserem asiatischen Kumpel geredet, dessen Namen ich jedes Mal vergesse. Und haben gesagt, wir wollen Tommy nicht im Stich lassen, sind dann zusammen los und haben Dinah alleine gelassen. So, weil sie ist ja schwanger, da geht's nicht gut und also sie ist, glaube ich, auch ein bisschen krank. Und sie müsste eigentlich zurück, aber wir sind jetzt weitergegangen, um schnell Tommy zu finden normalerweise und dann mit ihm zurückzugehen und Dinah zu helfen. So kam es insgesamt rüber. Und dann sind wir los mit unserem Kumpel und haben dann schon einen Haufen Leute gekillt und so weiter, haben uns weiter durchgeschlagen. Und ab einem gewissen Punkt kam es da wieder zu einem Gespräch und da hieß es dann, dass sie eine Spur von Tommy hätten, wo er wahrscheinlich ist. Und unser asiatischer Kumpel, der wollte da unbedingt hin. Und wir wollten ja eigentlich auch Tommy retten. Sagen da aber, dass wir Abby finden wollen. Denn das lässt schon so ein bisschen drauf schließen, dass es ziemlich krass um Rache gehen wird. Also Ellie ist wahrscheinlich eher darauf aus, Abby zu finden, zu töten, ihren Joel zu rächen, anstatt Tommy zu finden und ihm zu helfen, beziehungsweise ihn herauszuholen. Und da sind wir quasi letztes Mal stehen geblieben. Was wir noch erfahren haben letzte Folge... war, das war so ein Rückblick, dass Ellie schon ziemlich lange weiß jetzt, dass Joel sie in Teil 1 angelogen hat. Also diese Geschehnisse in Teil 1, Ellie wurde ins Krankenhaus gebracht, sie hatte diese Mutation, deswegen konnte sie nicht infiziert werden. Genau diese Geschichte, dass Joel sie dann nämlich befreit hat und alle umgebracht hat dort, weil sie sonst gestorben wäre, wenn sie diese Zyste da erforscht hätten und ein Gegengift dafür erfunden hätten, für diese Mutation, dass sie nicht infiziert werden kann. Hat Joel sie angelogen in Teil 1. Also kleiner Spoiler, aber wer hier dabei ist, muss den Teil 1 ja schon mal gesehen haben oder zumindest ungefähr wissen, worum es ging. Genau. Die Krux am Ende des Teil 1 war dann halt, Ellie fragt, wieso bin ich jetzt hier bei dir und bin nicht mehr im Krankenhaus? Joel hat sie halt rausgeballert, hat alle umgebracht und hat sie rausgeholt und er hat sie halt angelogen und hat gesagt, hat nicht funktioniert oder was auch immer. Und ja, sie wäre aber halt gestorben, wenn sie die Mutation rausgeholt hat. Das hat Joel nicht ertragen und deswegen hat er sie rausgeholt.
Und das wusste sie jetzt schon. Schon zu Beginn des zweiten Teils haben wir erfahren. Und sie ist irgendwie damit umgegangen und hat sich auch mit Joel wieder vertragen. Wir wissen noch nicht, wie sie sich wieder vertragen haben. Wir wissen eigentlich gar nicht so viel. Wir wissen nicht, warum Abby Joel getötet hat. Was sie für ein Problem mit ihm hatte. Weil, ja, es ist schwer. Aber heute geht's weiter. Und bevor es jetzt weitergeht, mache ich jetzt noch mal ein kleines bisschen Werbung, Leute. Denn wir haben einen übelst coolen Partner am Start. Nämlich, ich bin ja eigentlich gar kein Energy-Fan, Leute. Überhaupt gar kein Energy-Fan. Allerdings haben wir einen neuen Partner mit am Start, nämlich Triebwerk. Wenn ihr auf unserem Stream seid, oh, Inception hier, dann scrollt mal nach unten. Wir haben jetzt hier ein neues Panel. Mit diesem Panel könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr bei Triebwerk einkauft. Triebwerkenergy.com, klickt ihr drauf und dann seid ihr schon auf der Seite. Also ich habe nie Energy getrunken, ohne Scheiß, Leute. Aber das Zeug finde ich mega nice, weil USP von Triebwerk ist quasi, ist alles natürlich, kein Zucker drinne. Und ich habe immer das Problem gehabt, ich kann zum Beispiel auch nicht oft Kaffee trinken und sowas, weil ich bekomme von sowas sauschnell Herzrasen. Und das Zeug aber hat es irgendwie geschafft, dass ich kein Herzrasen bekomme, sondern einfach nur normal wacher werde. Genau, das ist quasi so ein Pulver. Da kannst du, ich glaube, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube bis zu 40 kannst du, 40 halbe Liter Shaker kannst du damit machen. Das füllst du mit Wasser auf und dann hast du es rein und dann hast du hier verschiedene Flavor. Mein Lieblingsflavor, ich muss aber auch sagen, ich habe noch nicht alle ausprobiert, genau, ist der Blue Grenade. Also ich mag ja allgemein so Blaubeeren und sowas. Ziemlich nice. Also das schmeckt ziemlich geil. Und was ich auch noch extrem empfehlen kann, jeden Morgen, wenn ich auf Arbeit gehe, nehme ich direkt erstmal einen. Weil ich habe jetzt auch ein Kind und so, deswegen muss ich echt wach werden. Teilweise. Ein Koffein-Drop. Die sind richtig, richtig nice. Also die sind einfach so kleine Peppermint-Tabletten quasi. Also schmecken nach Minze und Kirsch, seht ihr hier. Und da ist halt Koffein mit drin. Und die sind richtig nice, muss ich sagen. Also falls ihr Bock habt, schaut da mal rein. Wenn ihr dann was kaufen wollt, haben wir noch was. Wir haben nämlich noch einen Code. Ach, wir haben noch nichts im Warenkorb natürlich. Tun wir mal was rein. In den Warenkorb. Da könnt ihr dann, wenn ihr auf Abschließen geht, hier oben rechts einen Rabattcode eintragen. Guck mal, der ist sogar schon drin, weil ich vorhin schon mal ausprobiert habe. AHG10. Wenn ihr hier AHG10 eingebt, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. Genau. Also, nutzen, machen, ist echt nice. Und das Beste, allerbeste, die Boys kommen aus Gera, Leute. Aus Gera. Ja, wir wissen ja alle, Gera ist die beste Stadt der Welt. Und probiert's mal aus. Könnt auch gerne Feedback geben, positiv und negativ. Die Leute nehmen das gerne an, können uns gerne schreiben. Und yes, gehen wir erstmal wieder zurück. Kurzer Einwurf meinerseits dazu. Ich hoffe, das passt euch so, wenn ich mal kurz Werbung mache. Und wir gehen dann jetzt auch gleich ins Spiel. Genau, denn wir sind hier mitten im Wasser. Und haben jetzt gerade mit unserem asiatischen Kumpel über die Geschehnisse geredet. Also quasi, dass er Tommy verfolgt. Er hat sich jetzt von uns getrennt. Und wir sind jetzt hier quasi alleine im Wasser. Und es besteht ein neues Camp bevor, wo wir Leute wieder besiegen müssen. Da hatten wir letztes Mal gestoppt. Und ja, schauen wir mal, was abgeht. Wir verfolgen Abby, er verfolgt Tommy. Okay, also wir müssen erstmal wieder reinkommen. Das Spiel 2 Wochen nicht gespielt. R1 war die Sicht. Genau, hier sehen wir die Feinde. Im Wasser können wir natürlich nicht viel machen. Okay, wo sind die Feinde? Da oben sehe ich gerade mal keinen. So. Komm ich hier hoch? Ja. Wie lege ich, hock ich mich hin? Ja. Nein, hock dich hin! Oh. Wer sieht uns? Wer sieht uns? Wer sieht uns? Wer sieht uns? Okay. Also, wir sehen wahrscheinlich hier. Ja, genau. Hier können wir mal Waffe wechseln. Genau. Ah, wir haben Bogen. Genau. Sehr gut. Munition wechseln ging dann auf hier, Dreieck. Okay. Wir haben nämlich noch diese Explosivpfeile. Wir haben nur einen Pfeil.
Aber wenn wir Kopfschlüsse machen, können wir die wieder einsammeln, das weiß ich noch. Genau. Okay. Wie nehmen wir den jetzt am besten weg? Es ist ein bisschen schlecht, dass man die Leichen nicht verstecken kann, weil die Leute ja auch oft. Also man muss sie halt im Versteck töten, das ist halt das Problem. Man kann sie nicht wegziehen. Boah. Wer sieht uns? Wer sieht uns? Wer sieht uns? Können wir hier vielleicht auch einfach nur durch, ohne jemanden zu töten? Oder ist das impossible? So, Leute, falls... Oh nein, oh no, oh no, oh no, oh no. Falls irgendwas nicht hinhaut vom Ton, irgendwas zu laut oder zu leise ist, sag gern Bescheid. Ach ja, und keine Spoiler bitte. Das wäre richtig klasse. So, mein DualShock fast leer, aber Ladekabel ist am Start. Hoppala. Relativ nahe Schritte. Genau, bitte keine Spoiler, aber ihr könnt mir gerne helfen, falls ich irgendwas nicht finde, irgendwie so ein Tresorcode oder so. Seid ihr gerne eingeladen, mir zu helfen. Okay, der ist dahin. Alter. Wo sieht er uns denn? Hat der uns jetzt gesehen oder was? Ist er doch da hinten gelaufen. Geht's durch diese Tür? Okay. Okay. Was ist deine Mission jetzt hier? Bring die da hoch, ey. Zack. Fuck, 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 fuck. Ins Wasser. Wer sieht uns denn andauernd? Ah, da oben, guck mal. Fuck, 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 fuck. Da ist was. Da ist nix. Alles klar. Da ist nix. Na, ach, ich bin... Das war's. Lösch sie aus! Ja, ich will nochmal. Vorwärts! Ich will nochmal. Ja, komm, töte mich. Mach mich einfach alle. Irgendwie ist das schon ein bisschen zum Ritual geworden, dass wir, wenn es losgeht, immer erstmal sterben. Habe ich das Gefühl. Nee, aber wir haben ja auch. Ich höre irgendwie immer schön. Das mit dem Aim üben wir nochmal. Ja, wenn er mich abschießt, dann bricht es immer ab. Das ist ein bisschen anstrengend gewesen. Hä? Wow. Wer sieht... Wieso sieht die mich hier? Ja, mit dem Aim üben wir nochmal. Hast du gesehen, wie es geht? Boah, es lädt die erstmal nach. Wo ist er? Da. Nachladen war R2, ne? Oh, ich hab nur noch 2 Schuss. Oh, da kommt noch mehr, okay. Zack! Zack! Und das jetzt alle? Kurz mal deine 5 Sekunden E-Spot gehabt. Hä, wo ist denn jetzt hier noch jemand? Wo muss ich überhaupt lang? So. Okay, würde sagen, gucken wir mal weiter. Musik ist noch heftig am Abgehen. Oh ja. Lad mal nach. Okay. Sollten wir schon ein Medikit nehmen? Ich würd sagen, ja. Da wir auch noch eins anfertigen können. Das wir direkt mal machen. Oh, wir haben auch kein Molotow. Ja, lass lieber mal Molotow machen. Ich weiß nur, dass wir letztes Mal ziemlich oft Molotows eingesetzt haben, das sogar relativ gewinnbringend.
Molotovs finde ich dann hier, genau. Wenn ich die schnell auswählen kann. Wenn sich die gerade mal gruppiert haben, bringt das nämlich übelst viel. Wenn gerade mal so zwei oder drei Leute auf einem Fleck stehen und schön alle wegfackeln. Gehe ich jetzt hier oben lang oder gehe ich hier unten lang? Hier unten lang, oder? Ach, geht gar nicht. Alles klar, never mind. Okay, dann bleibt uns nur noch eine Richtung. Buzzer. Er sieht uns jetzt schon wieder. Kann gar nicht sein. Nein! Oh. Zum Glück habe ich noch gerade so Dreieck gedrückt, ey. Fuck, 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 fuck. Hab ich dich. Gerade zuerst Viereck gedrückt und dann zu spät Dreieck. Aber gerade noch im richtigen Zeitpunkt. Boah, die gucken jetzt alle hier rein, oder was? Es ist Shannon! Nein, es ist nicht Shannon. Man muss quasi die Leichen vorher schon unter Speck bringen. Einen wunderschönen guten Tag, Andi. Ah, dreht sie ab. Aber jetzt kann ich sie allein nicht mehr bewegen, die Leiche. Das ist ein bisschen blöd immer. Oh, die geht jetzt da rein, oder? Ja, wir müssen beseitigen, sonst findet die Leichen. Also die wird die wahrscheinlich gleich auf jeden Fall finden. Nee. Ja, wo ist sie hin? Ah, die ist wieder zurückgegangen. Oh. Da unten ist ein Boot, habt ihr es gesehen? Da müssen wir wahrscheinlich hin. Konnte doch auch irgendwie Geräusche machen, oder? Das ist voll. Ah, ist voll. Mal rüber. Wow! Gefunden! Wow! Alter, ging ja schnell. Hast du das eben gesehen? Das ist auch Glück. Fuck! 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 Rennen! Und wo kam der Schuss? Oh! Hab sie gefunden! Gleich hier! Fuck. Jetzt haben wir ein Problem. Au. Haben wir jetzt noch irgendwas mit Munition? Ja, Pumpgun. Na ja, komm doch. Komm doch! Meine Güte, ey. Ich kenne ihn nix, du. Er sitzt jetzt in der Falle. Ah, treffe ich die mit der Pumpgun, wenn die dahinter ist? Stirb einen grausamen Tod. So, Leute, aufgeräumt. Zwar Molotov ein bisschen gewastet. Och, die ist immer noch da. Leute. Oh, ich habe kein Medikit mehr. Goddamn. Vielleicht hätten wir doch nicht den Molo machen sollen. Naja. Gut, ich gehe mal hier runter, weil die kommen bestimmt alle hier hin.
Sucht weiter, Arschlöcher. Okay, wir müssen zu diesem Boot. Wir müssen unbedingt zu diesem Boot. Können wir noch keins machen? Was brauchen wir nochmal dafür? Ah, Alkohol. Muni? Ja, sehr gut. Obwohl, wir bleiben mal beim Bogen und machen mal Munitionswechsel. Aber wenigstens noch die Explosionspfeile dabei. So, wo war das Boot? Da. Boah, ist das schlau, da hinzuschwimmen? Ich glaube nicht, ne? Ist überhaupt schlau, wo ich hier lang gegangen bin? Nicht so, oder? Och. Ich hätte da oben irgendwo die Treppe runtergemusst. Hm. Ja, nochmal Muni. Guten Tag zusammen und gefällt dir das Spiel noch? Ja, bisher gefällt es mir eigentlich noch ziemlich gut. Ich hoffe, das wird bis zum Ende so bleiben. So. Da ist das Boot. Wo sind die Gegner? What? Wer sieht mich denn? Ach, da hinten. Hat er mich jetzt gesehen? Machen wir mal mit Schalldämpfer hier. Habe ich ihn jetzt angebracht? Nee, oder? Habe ich überhaupt einen Schalldämpfer? Ja. Jetzt haben wir alles dran. Ciao, Bro. Hast du was dabei gehabt? Nö. Dann gehen wir jetzt mal die Treppe runter. Oh, okay. Das Boot ist da. Sehr gut. Gleich hier. Ich würde sagen, den einschalten wir noch aus. Fuck, wir haben aber... Hast du gelesen? Ah, nee, habe ich nicht gelesen. Warte, lese ich mir gleich durch. Habe ich übersehen. Sorry. Komm her, Bro. Hey, bin neu. Wusstest du, dass du in den Einstellungen, wenn du den Scan machst und die Gegner hinter der Wand zu sehen, noch eine kleine andere Einstellung machen kannst? Heißt, du kannst auch alle Sammelobjekte wie Karten, Bridge, Münze und Pillen anzeigen lassen. Ja, danke für den Tipp. Aber ich glaube, das will ich gar nicht. Oder will ich das? Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Aber ich glaube, ist eigentlich ganz geil, wenn man das so ein bisschen durchsuchen findet und... Könnt ihr mal kurz schauen, wie es ist? Option. Einstellung. Boah, dann ist ja die Frage, wo, ne? Anzeige? Nee. Steuerung? Kann ich nicht. Kamerahilfe? Kameraumkehr? Spielübelkeit. Ja, ich brauche es nicht unbedingt. Ich will es jetzt auch nicht lange suchen. Genau. Wir spielen das jetzt einfach so weiter. Wir haben es die ganze Zeit so gespielt. Wir sind gut zurande gekommen, ich glaube. Ich glaube, das passt auch so. Machen wir es uns halt ein bisschen schwerer, ist auch fein. So, ab geht er, Peter. Bitte, bitte.
Jawohl. Muss man lang. Wow. Da ging es da hinten noch irgendwo hin. Mit Zeins. Ach, wir brauchen das Boot dann wohl noch später, oder was? Noch öfter? Ah, okay, hier gibt es anscheinend noch ein bisschen Gadgets. Nice. Schlecht. Ja, nee, ich glaube, ich finde das auch so besser. P-Cape-Links. Denn ich freue mich eigentlich immer, wenn ich was finde. Und da bin ich auch stolz, dass ich es selber gefunden habe. So, schauen wir mal. Ich fahre hier mit dem Boot rum. Das Boot ist unsere Wohnung. Chip, Hub, Bootfunk, das mobile Forum. Ohrboten, wer kennt sie nicht? Wahrscheinlich ja alle. So, wo geht's denn weiter? Hä? Kann ich da hochklettern? Wow! Spring halt erstmal ins Wasser. Ich wollte, dass du auf das Auto springst. Ist das nicht möglich? Oder müssen wir da schräg ranfahren? Oh, es kommen ja ein paar Künste. Oh, oh, oh. L2 war doch rückwärts fahren, oder? Ja. Zack. Herrlich. Komme ich jetzt da hoch? Nein. Was war daran so witzig? Es war doch einmal frei. Also ich glaube, da soll man nicht hoch. Wie das aussieht. Hier geht's nirgends lang. Hier geht's auch nicht lang. Hier rein wahrscheinlich, ne? Ja. Kann man übersehen. Wo geht's da lang? Ich sag nichts. Hey, ich musste bloß erstmal checken, wo der Rückwärtsgang war. Das war ein bisschen komisch, weil der relativ spät reagiert hat. Bitte geh durch. Okay. Da runter wahrscheinlich, oder? Was ist da? Nix. Goodie. Voll drüber. Was? Oh, brauchen wir jetzt noch einen Anlauf oder was? Rüber! Ja. Was jetzt? Ja, sieht so aus, als wären wir angekommen. Unser Boot. Bootfahren war jetzt nicht so geil. Muss ich das nicht mal machen? Oh. Okay, das brauchen wir wahrscheinlich. Ich frage jetzt nur wofür. Geht doch. Da ist das Riesenrad. Stimmt, wir haben nach diesem Riesenrad gesucht. Weil das in der Nähe von Abby war. Genau. Abby, ich habe darum gebettelt, dass du aufhörst. Das hier hast du dir selbst zuzuschreiben. Oh, vielleicht kündigt sie schon mal an, was sie vorhat. So, wo geht's weiter? Kann ich da oben rein? Okay, wir müssen dieses Ding da holen.
Zieh's raus. Oh, na klasse. Schön leise unterwegs schon wieder. Ja, ja. Gib alles, Ellie, gib alles. Ich sag schon mal Hallo an die neuen Leute, die eingeschaltet haben. Schön, dass auch ihr dabei seid. Ich glaube, ich behalte die Machete hier. Bin mir nicht ganz sicher, ob... Was denn hier? Geht's nicht weiter, oder was? Hier könnte ich bloß Zeug sammeln. Okay. Wo geht's dann weiter? Ach, da unten durch. Da haben wir wieder den... Okay. Den Secret Place gefunden mit Sachen. Easy going. So, von hier sind wir gekommen. Was bringt uns jetzt dieser Weg hier? Wo müssen wir hin? Können wir irgendwas abstellen? Nein. Wahrscheinlich hier unten rein, ne? Die Tür war aber schon vor uns verschlossen. Guck, jetzt können wir sie nämlich aufmachen. Okay. Aber ist es bei uns nicht so, wenn das zu der Seite... Was war das? Wenn das zu der Seite ist, ist es bei uns doch zu. Und so oben ist es offen, oder? Und so ist es zu. Oder irre ich mich da? Oh, ein Tresor! Hier irgendwo ein Code? Leute, hat irgendjemand den Code gesehen? Geht hier irgendwo was? High Voltage? Nee, High Voltage. Hier? Nee. Fuck, ich will den Tresorcode, Leute. Das war jetzt der Moment, wo ihr helfen dürftet. Aber vielleicht findet man den ja auch gleich noch irgendwo. Warte mal, Tresor, der muss ja irgendwo hier sein. Aber dass er nicht mal in unserem geheimen Versteck war, was wir gerade gefunden haben. Warte mal. Garagennotiz. Nee, das ist schon länger her. Das ist schon frech. Ich will jetzt unbedingt in diesen Tresor rein, Leute. Tut mir sehr leid. Aber es gibt so Dinge, die müssen halt sein. Hier oben war jetzt nichts mehr, ne? Nee. Oh, nur der Hammer noch. Und das ist nix. Oh, ist doch jemand tot. Das hast du denn drin? Ah, da ist das Blatt. Sehr gut. Lesen. Wenn du das hier liest, bin ich... Beth, wenn du das hier liest, bin ich erledigt. Ich hoffe, es war keiner von diesen Scar-Wichsern, sondern irgendwie mit Ruhm und Ehre verbunden. Aber noch mehr hoffe ich, dass du noch weißt, wo wir die Drogen versteckt haben. Oh, Leute. Der Code ist 701264. Es ist nicht viel, aber mehr habe ich nicht. Ich will, dass du es nimmst. Mach's gut. 7012, also Randall. 701264. Let's go. Wir können, glaube ich, gleich hier rumgehen, oder? 701264. Oh, nee. 70. Zwölf und 64. Zack. Zack. Nehmen wir alles mit. Sehr schön. Wir müssen die Vorräte auffüllen. Wichtig. Schön nachladen. Auch die hier. Und die auch. Und die auch. Bogen bräuchte man mal wieder. Aber wir können ja selber Pfeile machen, ne?
Bogen, meine ich, Pfeile brauchen wir wieder. Sind das ganz normale Pfeile? Ja, Standardmunition. Genau. Sehr gut. Und Medikit machen wir uns natürlich. Jo. Haben wir wieder ein bisschen Muni. So, wo geht's weiter? Geht's hier durch? Ja. Okay, also es wird doch weiter mit dem Boot, wahrscheinlich. Ich fahr hier mit dem Boot rum. Das Boot ist unsere Wohnung. Chip, hab, Boot, so. Das mobile Forum. Jetzt hab ich schon Ohrwurm, Leute. Das ist immer schlecht. Was sind diese Bootssteuerungs- und Option barrierefrei verfügbar? Nee, krieg man auch so. Na, willst du nicht mehr fahren? Ach so. Damn. Willst du schwimmen oder was? Hey, ich hab da gedrückt. Komm schon. Geschafft. Scheint nicht mehr weit zu gehen mit unserem Motor hier. Mir durch die Glasscheibenbretter. Bam! Bin ich nix. Guck mal, da unten drunter geht's durch, oder? Nee. Aber der hat Muni, so wie es aussieht. Den nehmen wir mit natürlich. Oh, das ist voll. Oh, ein Brief. I. Falls irgendwelche Wolves das lesen. Warnt Isaac und die anderen, die Gerüche sind wahr, da draußen ist ein neuer Infizierter. Sieht aus wie etwas, das schon zur Hälfte ein Bloater ist, dann aber einen Rückzieher gemacht hat, hässliches Drecksviech. Vielleicht hat der ganze Regen in der Gegend eine Mutation verursacht, keine Ahnung. Er war langsam, also konnte ich ihn leicht erledigen, aber als ich ihn mir näher anschauen wollte, sind alle Pusteln auf ihm explodiert. Meine ganze rechte Körperhälfte ist verbrannt, irgendeine Säure. Wenn ihr seht, dass so ein Ding in eure Richtung stolpert, haltet euch fern. Danke für den Tipp, Bro. Okay, also fernhalten, wegrennen ist eine Option. Nah rangehen, eher nicht so. Bis 98 Zusätze, du kannst Verbesserung machen. Ja, das sehen wir uns doch, Leute. Geht's trotzdem unten drunter durch, oder? Nee. Okay, schauen wir mal. Welchen Weg wollten wir gehen? Wir wollten, also den haben wir, glaube ich, gefinisht, ne? Dass wir mehr Leben haben. Nee, du überlebst tödlichen Schaden, genau, sehr gut. Ich glaube, dass wir den hier gehen wollten, oder? Dass wir dann... Nee. Wir wollten... Nee, wir wollten den Weg hier gehen. Bewege dich in Baulage schneller und dann hast du hier lautlose Kills werden schneller ausgeführt und bleiben eher unentdeckt. Genau, das wollten wir machen. Bewege dich in Baulage schneller, halte Kreis gedrückt, um in Bauchlage zu gehen. Achso, das ist bloß der Tipp, dass man in die Bauchlage wechselt. Wie will man in der Bauchlage gehen? Habe ich mich gerade gefragt. Okay, mach mal. Geil, das können wir noch machen. Erhöht die Haltbarkeit gefährlicher Schalldämpfer. Ja, eigentlich auch nicht bad, ne? Gut, und dann haben wir hier dann lautlose Kills schon ausgeführt. Das ist es. Sehr schön. Okay. Nehmen wir alles mit. Die Munition immer voll, ne? Weiter im Text. Oh, was passiert hier? So. Hier geht es dann anscheinend nicht weiter. Fahren wir hier wieder raus. Probieren es mal da entlang. Ja, scheint mal richtig zu sein. Oh fuck. Oh fuck. What? Ach, das ist hier ein Krieg zwischen über. Ich weiß nicht, wie ich dieses Boot lenken soll. Das ist manchmal komplett verwirrend, wenn man die Kamera wechselt. Boah.
nicht einfach durchfahren irgendwie? Und ich jetzt alle gegenseitig getötet? Oder schießen die jetzt auf mich? Habe ich hier irgendwie Nitro oder so? Lachgaseinschleusung. Wow! Don't shoot at me, boy! Oh, jetzt hat er natürlich einmal getroffen. Aber es war nicht viel Leben zum Glück. Geht's hier raus? Okay. Die sind beide über mir. Okay. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Geht's hier links? Au! Der steht ja schon hier, Alter! Oh, schön verzogen. Nein! Scheiße, unseren Schalldämpfer versaut, aber ich hatte jetzt keine Zeit mehr. Habt ihr was dabei gehabt? Geil, nur Shotgun. Mann, ich hatte auch die falsche Waffe hier schon wieder ausgewählt. Keine Vorbereitung. Wir haben so viel Ressourcen gerade verschwendet, nur weil ich die Shotgun hier nicht hatte. Oh oh. Okay, hier scheint es reinzugehen. Ja. Medikit würde ich jetzt noch nicht verwenden. Oh, kommt hier auf einmal um die Ecke, ey. Das haben die wahrscheinlich gehört, würde ich sagen, du. Sorry, Bro. Hört mal nach. Kommt der nächste? Ich hoffe, von unten kommt keiner. Nee, ne? Ich finde dich. Okay. Oh, die geht da lang. Die Sau. Ja, aber egal. So, da kenne ich nämlich nix. Okay. Das war's. Konnte man das überhaupt ungesehen machen? Weil die haben uns ja schon aus der Entfernung mit dem Boot gesehen. Das war quasi für mich unmöglich, aus meiner Sicht. Na, nimm die Ressource. Ja. Okay. Da war irgendwas. Hier. Sehr schön. Sehr schön. Ach, das war die Frau, die da irgendwie so ein bisschen angebetet wurde, ne? Von irgendeinem Clan. So eine Sekte. Whatever. Können wir uns das herstellen? Nein. Schalldämpfer geht wieder. Ah, hier geht noch ein Haufen Zeug. Nice. Ja, die Marete nehmen wir natürlich. Yes, it is a German-based stream, Void Ghost X. X Ghost X. X Ghost X. Yeah, it's German, sorry bro. Schön, Pfeile, sehr gut. X, 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 X. Ja. Leute, hä? okay. Das hätten wir dann. Muss ich weiter mit dem Boot wieder, oder was? Ich fahre hier mit. Ich muss das jetzt jedes Mal singen, wenn wir wieder in das Boot einsteigen, Leute. Es tut mir leid, aber
Ich fahre hier mit dem Boot rum. Das Boot ist unsere Wohnung. Chip, Pop, Boot, Funk. Das mobile Forum. Alter, die Leiche liegt jetzt voll im Weg. Rüber da. So, geht's hier irgendwo weiter? Oder habe ich jetzt hier irgendwas verpasst? Guck mal, hier waren wir noch nicht dran. Da gibt es bestimmt auch noch ein bisschen was. Ein Versprechen wie die Leute von der Xbox Direct. Xbox Direct. Die Xbox Exclusive World Premiere. Oh, am Seil. Okay. Schon besser. Was bringt uns das Seil, ist die Frage. Soll ich das da rausschmeißen und mich dann abseilen oder bringt mir da nichts? Okay, was bringt mir das jetzt? Ah, kommen wir dann dahin? Ja, ich weiß, es mit der 1 ging. Was macht denn die Kamera, Alter? So. Aber wir sind vielleicht ein bisschen weiter runter. Die Kamera dreht sich immer nach da drüben. Automatisch. Ich will jetzt darüber. Ich hoffe, das ist so gewollt. Müssen wir noch weiter runter? Ja, ich glaube schon. Upp. Einfach schwingen, schwingen, schwingen. Boah, schaffen wir das? Ich muss noch weiter runter. Boah, gehen wir halt fast ganz runter. Nein, nicht darüber. Ey. Ich glaube, das bringt gar nichts, darüber zu gehen, oder? Probieren das jetzt einfach. Ja, doch. Hat uns viel gebracht. Hier ist nichts. Nice. Doch, da kommt man rein. Ins vordere Abteil wahrscheinlich, genau. Sehr schön, sehr schön. Oh, noch ein Brief. It's fucking glorious. Misha. Ich habe gehört, dass du mein Ersatz bist. Hier also noch ein paar Hinweise zu diesem Nest. Erstens, die Scars sind listige kleine Wichser. Achte nicht nur auf die Straße, sondern auch auf die Dächer. Sie haben ihre eigenen Scharfschützen. Zweitens, lass die Infizierten am Leben. Wenn die Scars rüber wollen, haben die sie am Hals. Knall sie ab, sobald sie ihre Position preisgeben. Ich habe zwei dieser Kultisten erledigt und sehe gerade dabei zu, wie die Infizierten sich verschlingen. Ein schöner Anblick. Und denk dran, lass dich nicht in die Enge treiben. Dein Überleben sei lang und dein Tod. Sei schnell. Okay. Beck hat es geschrieben. Wo steht er jetzt? It's fucking... musst du mal einstellen. Ist schon wieder übersteuert gewesen, oder was? It's fucking glorious. Stand hier gar nicht. Kann man es noch drehen? Nein, gut. Ja, er hat sich anscheinend in die Enge treiben lassen. Hat nicht so richtig geklappt, sein Plan. Sollen wir jetzt hier ins Wasser springen, oder was? Klappt das oder sterben wir da? Geronimo! Boah, Alter, ich dachte, ich bin tot. Okay, wo geht's weiter? Ich hätte irgendwie schon gedacht, dass es da weiter geht. Oder geht's da drüben irgendwo weiter? Wir sind jetzt in mein... Da. Nee, ja, ich stelle das direkt mal ein mit der nächsten Version. Ja,
hinten geht's noch rein, aber das. Nee, das ist das. Guck mal da? Nee, ist auch nicht lang. Aber da geht's oben drauf, oder? Ich glaube, da geht's oben drauf. Junge, siehst du erholt aus. Ja, klar. Klatre! Du meinst in der Instagram-Story oder was? Nicht? Ja, du. Das hinterlässt Spuren, wenn man ein Baby hat und früh aufstehen muss. Kein Vergleich zu meiner Freundin, die gerade noch ein bisschen härtere Sachen durchmacht. Weil sie so früh aufstehen muss. Aber für mich ist es auch schon nicht so einfach. So. Okay, hier geht es anscheinend auch nicht wirklich weiter. Nur ein paar Dinge eingesetzt. Es muss wahrscheinlich da drinnen weitergehen, oder? Das ist das Kackboot hier stehen, das nervt mich eh. Was meinst du mit What, Freshman? Meinst du jetzt die Story oder die Geschichte mit dem Kind, die ich erzählt habe? Haben wir hier? Ja, hier waren wir schon. Ist hier unten weiter vielleicht? Ja, sieht so aus. Alles klar. Goodie. Ne, sie steht eher auf als ich. Also noch eher. Unser Kind ist gerade schon wieder in so einer. Also, was heißt schon wieder? Wir haben das Glück gehabt, dass es seit dem zweiten Monat durchgeschlafen hat, tatsächlich. Also, das war echt Segen. Jetzt geht's aber langsam los. Hallo? Stehst du mal auf? Gehst du da drauf vielleicht, Madame? Jetzt. Oh. What? Jetzt aber gerade das Problem haben, dass, was auch im vierten Monat anscheinend normal ist, dass der Schlafrhythmus sich nochmal ein bisschen ändert, wieder. Und er jetzt gerade so um 2 oder um 4 schon aufwacht. Nicht so geil. Sonst war es immer um 6. Das ist eigentlich schon, ist auch früh, ja, aber es ist auf jeden Fall machbar. Da kriegt man schon seine 8 Stunden Schlaf, wenn man es ein bisschen plant. Aber sie lässt mich zum Glück da immer noch schlafen. Alter, ich raff hier gerade. Was war denn das für ein Bug hier? Also Late Night Stream. Wait, what? Wieso Late Night? Wicked Six, Grüße! AHG Stream um 2 Uhr. Wie? Achso, du meinst direkt, wenn ich aufstehe, Stream oder was? Ja, genau. Da ist ja dann auch kein Kind, was irgendwie versorgt werden müsste. Da setze ich mich halt einfach an PC und stream, klar. Weißt du, so einfach läuft es. Was? Kann man in einer halben Stunde machen, lol. Lass das Kind versorgen. Ja. Es schläft aber halt auch nicht mehr wirklich, wenn es... Es schläft halt auch nicht mehr wirklich, wenn es einmal wach ist. Das ist halt das Problem an der Sache. Hey, wie komme ich jetzt hier durch? Ach, ich muss mit den... Jetzt verstehe ich auch, warum wir so schwer darüber gekommen sind. Wir brauchen das fucking Boot, um da durchzu... Oder warte mal. Auch kein Boot. Wir hätten eigentlich mit dem Boot überall durchgemusst, deswegen war das auch so laggy gerade eben. Lol. Okay. Aber wir haben es auch anders hinbekommen, Leute. Dafür hätte ich eigentlich eine Trophäe verdient, finde ich. Wo ein Wille, da auch ein Weg. Was? WNB Arcades Annual. Fright Nights. Alter, geiles Arcade-Festival. Anyone in costume? Gets 100 tickets free. Geil, Alter, wenn man als Cosplayer kommt oder in irgendeinem geilen Kostüm, kann man 100 Tickets for free kriegen. Also, nicht kann, sondern bekommt man sogar. Special Rewards on Halloween Night. Nice.
Da wäre ich hingegangen, Leute. Ja. Boah, das Gewitter ist aber auch laut, ey. Wenn es jetzt so laut ist, ich kann das auch noch ein bisschen leiser machen, ne? Ich weiß nicht, wie das, ob das trotzdem gut gemischt ist. Und einfach Bescheid, falls irgendwas nicht stimmt. Gudi. Oh, eine Werkbank. Finden wir hier noch irgendwo Werkzeug? Ach du ja. Scheiße. Sieht nicht so aus, oder? Hier geht es dann bestimmt weiter. Das brauchen wir dann bestimmt, um weiterzukommen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Werkbank. Kommen wir da durch? Nee. Gut. Das passt so mit dem Ton. Danke, Till. So. Was gibt's jetzt hier zu verbessern? Also. Wir haben das 6x Zielfernrohr, das wollten wir unbedingt, das haben wir jetzt. Stabilität bei der brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Ich würde sagen, boah, der Entfernungsmesser wäre halt schon ein bisschen nice, ne? Aber dafür haben wir natürlich nicht genug. Ja. Da können wir halt wahrscheinlich besser abschätzen, wie hoch wir zielen müssen, um dann immer noch den Kopf oder ähnliches zu treffen. Ich würde sagen, darauf sparen wir. Ja. Nee, braucht nichts. Wir finden jetzt hier mal noch irgendwie 20 solche Werkzeugdinger. Ach, guck mal. 3. 17! Ha! Auch noch 17, oder? Ja, das läuft doch, Leute. Mit Ansage. War halt gerade legit insane, ne? Wir finden jetzt hier gleich mal noch 20 solche Dinger. 73. Ich bin halt Programmierer, Leute. Also hätte es eigentlich werden sollen. Beim Zielen auf einen Gegner zeigt er natürlich die Markierung im Fadenkreuz seine genaue Entfernung an. Okay, aber da muss ich wahrscheinlich auf den Gegner zielen. Jetzt haben wir so ein geiles... Aha. Habe ich hier so ein geiles Rotpunkt oder so mal da rest dran. So ein Visier. Ist kein Rotpunkt, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, wir müssen jetzt hier irgendwo lang. Wahrscheinlich da oben drüber. Und mit diesem Ding da durch. Komm schon. Falls hier auch schon wieder Leute drin sind, die dann 15 Uhr auf Würfelqueue warten, natürlich gibt's das diese Woche wieder. Oh, fucking shit. Och nö, das ist bestimmt dieses Vieh, was wir gelesen haben, oder? Och nö, nö, nö. Ungern, ungern. Hab ich ein Mollo? Sag dem Bluter! Klar, dass ihr auch hier seid. Oh. Weg, 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 weg. Oh fuck! Hier geht's gar nicht lang. Komm her. Nein, nein, nein! Das war nicht so gut. Geh weg, renn, 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 renn! Oh fuck! Da kommen auch noch einzelne, alles klar. Och, ey, ich bin gleich tot, Leute. Oh ja, kill den, auch nicht schlecht. Hab ihn! Noch jemand? Ich würde da mal Medikit nehmen, falls es jemanden stört. Niemanden stört, mein, falls es jemanden stört. Oh. Zurück zu dem verdammten Riesenrad. Also wenn du auf taube Ohren stehst, kannst du auch den Ton ausmachen. Verstehe ich jetzt nicht. Was ist zu laut, Freshy? Was ist zu laut? Das war schon ein starker Klatsch. Dankeschön.
Dankeschön. Boah, das war anstrengend, aber das haben wir gut gemacht. Ich bin zweimal in meine eigene Bombe gerannt. Weil ich nicht wusste, wie die Map aufgebaut ist. Ach, das meinst du mit den tauben Ohren? Ich dachte, hier ist irgendwas im Stream zu laut. Ja, ist mir schon klar, dass ich da vielleicht nicht hätte stehen bleiben sollen. Aber ich dachte, ich hatte hinter mir mehr Platz bei dem ersten Mal vor allem. Und da läuft einer rein und ich gehe nach hinten weg. Und dann war die Map aber hinten zu Ende leider. War nicht so gut. So, warte mal. Welche Taste? Wir machen uns erstmal ein neues Medikit. Wichtig. Das können wir uns auch. Ja, aber wir haben zwei. Machen uns lieber noch eine Sprengfalle. So, die Pumpgun ist sehr nützlich. Muss ich immer wieder sagen. Okay, gibt's hier oben noch was? Nee, doch. Nehmen wir alles mit hier. Zack. Sehr schön. Hier war jetzt alles weg. Gut. Wollen wir jetzt schon da hinten? Nee, ne? Wo geht's weiter? Da hinten oder hier unten? Weiß es nicht. Wahrscheinlich hier unten. Ja, hier hinten meine ich. So. Jetzt kann man das aufmachen. Alter, soll. Okay. Gehen erstmal da hinten runter. Gucken was. Ach so, nee, von da sind wir ja gekommen. Never mind. Okay, da war der tote Blauton. Jump it! Okay, sollen wir jetzt das Tor hier aufmachen oder was? Okay. Willst du wirklich Flut reinlassen? Ach nee. Echt jetzt? Sollen wir hier mit unserem Boot? Ich hab doch das Boot nicht mehr, Leute! Jetzt müssen wir echt noch dieses Boot holen. So, wo ist das Boot? Ey, Freshy, gibt gleich, ne? Kann auch nichts dafür, dass ich hier die Exploits finde von diesem Spiel. Jetzt können wir nicht weiter, oder was? Nicht der Ernst. Kommt nicht mehr zurück, Leute. Wir haben es kaputt gemacht, das Spiel. Hey, du willst kein Brexit Gaming haben. Mann. Wieso kommt man noch über die Absperrung ohne Boot? Ich komme da bestimmt drüber, Leute. Ich schaffe das auch ohne Boot. Fuck, ey. Und da oben komme ich bestimmt reingesprungen, oder? Komme ich nochmal da hoch? Nee, sieht nicht so aus. Okay, wir haben echt das Problem. Doch, komm ich. Pass auf, pass auf. Wir schaffen das, wir schaffen das. Den haben wir schon geplündert. Hier hinten lang. Wir sind hier runtergefallen, genau. Da. Ja. Na, dann gehen wir hier hinten hoch. Nee, wo ging's hoch? Hier hinten. Da. So, Leute. Ich habe echt keine Ahnung, was wir machen, wenn wir da jetzt nicht durchkommen ohne Boot. Aber guck mal, hier kommen wir doch irgendwo durch, oder? Da ist die Scheibe extra so kaputt, dass man da nicht durchkommt. Fuck. Ja. Nein, man kommt da nicht drauf, ne? Okay.
Anlauf. Scheiße, wir haben ein Problem, Leute. Das ist doch jetzt hier nicht der Ernst. Warte mal, kann ich den Spielstand vielleicht neu lade? Vielleicht ist ja dann das Boot automatisch da. Maybe. Warte mal, wir speichern mal. Wir müssen auf jeden Fall einen neuen Spielstand machen. Neue Spieldaten. So. Jetzt haben wir mal Spiel laden. Warte, was war jetzt? 31.07. Das ist beides von heute. Achso, das ist beides der gleiche Spielstand. Okay. Ja. Bitte, bitte seid da. Da ist das Boot, Leute. Da ist das Boot. Also, Naughty Dog, schaut mal her. Ich habe hier einen Fehler gefunden in eurem Spiel. Zack und drüber. Grüße an die Leute, die jetzt eingeschaltet haben. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Warum Fehler? Du kannst es einfach beheben mit Neuladen, aber das ist ja nicht Ziel des Spiels, das zu beheben mit Neuladen. Das ist ja der letzte Ausweg gewesen. Es ist schön, dass wenigstens das funktioniert hat, aber ich glaube nicht, dass das Ziel von Naughty Dog ist, dass man den Neuladen muss, den Kontrollpunkt. Ich hätte einfach nicht über die Barriere kommen dürfen ganz am Anfang. Das war das Problem, glaube ich. Also ohne das Boot über die Barriere kommen dürfen. Okay, Leute. Ganz schöner Wellengang. Scheiße. Oh oh. Nö, ich will nicht. Ich mag nicht so unter Wasser. Ach, es ist mir auch noch spielen. Komm hoch. Okay. Aber geil gemacht mit den Wellen hier. Hab ich auch noch nicht gesehen in so einem Spiel, muss ich sagen. Und rechts läuft irgendwie meine Lebensanzeige andauernd ab. Wo muss man überhaupt hin? Darüber wahrscheinlich, oder? Komm hoch. Nein, letzter Ausweg ist New Game. Ja, das wollen die wahrscheinlich, Naughty Dog. Also ich, weil ich das Boot nicht mitgemacht habe, ein neues Spiel anzufangen. Da gibt es da bestimmt Ressourcen. Nein, gibt es nicht. Kommt nicht rein, okay. Haben auch schon ganz schön lange nicht mehr geschlafen. Sollte mal Niklas schon machen, die Kleine. Die gute Ellie. Mal was essen vielleicht. Ja, auch nicht schlecht. Okay, sind hier Feinde? Nicht so aus. Liegen hier Sachen rum oder glänzt hier nur der Regen? Okay, nur der Regen glänzt. Wo steckst du? Sind wir jetzt schon bei Abby oder was? Ist hier das Riesen... Oh ja, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Abby Action, jetzt geht's bestimmt gleich los, Leute. Aufgepasst. Okay. Kommen wir hier durch? Nee. Ja, das ist das Aquarium, ne? Haben wir ja doch nicht gelogen, wahrscheinlich. Wo haben wir die Info mit dem Aquarium? Weiß das jemand?
es schon selber gespielt hat? Ich hab's einfach nicht gereilt, woher sie das mit dem Aquarium hat. Oder sie ist halt hier jetzt doch gar nicht. Ja, natürlich. Aber wieso sollte sie alleine den Weg verfolgen, den sie selber erlogen hat? Ja, nicht so sinnvoll. Mal da durch? Nee. Hä? Okay. Wo ist man denn lang? Wie lang wahrscheinlich? Nee. Wo sind wir jetzt gekommen? Ich bin komplett verwirrt. Von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Okay. Hier hoch. Sieht so aus. Geht's da hoch? Nein. Okay. Hier rein? Da rein. Guck, da ist er durchgegangen. Okay. Es ist dunkel, ey. Holy moly. Aber wir haben eine Taschenlampe, ich Idiot. Die ich jedes Mal aufs Neue vergesse. Gut, schauen wir mal, wo es uns hier noch so hinführt. Was ist das alles? Okay. Wahrscheinlich hier runter. Was ist das alles hier? Taucheranzug? Sieht so aus? Oder Neopren oder was auch immer? Mehrere Neoprenanzüge? Wie könnte man was hochfahren? Divewear? Genau. Taucheranzüge? Sehr schön. Ressourcen nehmen wir natürlich mit. Noch Sauerstoffflaschen. Oh, sehr schön. Wichtig. Haben wir eigentlich schon. Was soll unseren Pillen machen? Wir haben noch 34, ich glaube, wir brauchen 60, um das dann zu machen. Ja, genau, 60. Okay. Brauchen wir noch ein paar. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, hier passiert gleich was. Wir gerade ein Leck? Oder? Das war OBS, so wie es aussah. Ja, hier wahrscheinlich lang. Nee? Scheiße. Irgendwo durch irgendeinen Lüftungsschacht. Hier geht einer lang. Ha! Ich bin so schlau, ey. Du schlau, Leute. Haben wir das nicht gut gemacht? Ist hier hoch? Nee. Oh. Das gab's, glaube ich, auch schon im ersten Teil, dass man den Controller wackeln musste, damit die Tasche wieder angeht. Oh, jetzt ist Action. Scheiße. Doch nicht. Doch. Doch, es tut mir leid, aber...
Hound-Dog. Blöder Hund. Ey! Das Problem an der Sache ist, wo Doggos sind, sind meistens auch Menschen. Und ich glaube, wir treffen gleich auf welche. Ja, wir ziehen schon mal eine Waffe. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Nehmen aber erstmal die Metalldämpfer. Beziehungsweise nehmen erstmal einen Bogen. Was ist das? Gott. Was zum Teufel ist hier passiert? Hier operiert oder was? Also auf jeden Fall haben sie ja irgendwie blutig gearbeitet. Kann man nicht sagen. Aus wie einer Operation oder was? Wir haben irgendwie vielleicht eine Kugel rausgeschnitten oder so? Die vielleicht noch hier irgendwo, die Kugel? Ne. Ah, da liegt aber sowas ähnliches. Ist nicht genau was. Da rechts, meine ich. Im rechten Tisch. Ne, es sieht nicht aus wie eine Kugel, das sind kleine Papierstücke. Ja gut, schauen wir mal weiter. Nee, warte mal, von hier sind wir reingekommen. Nee, von hier sind wir reingekommen. Boah, total verwirrt. Hier waren wir auch noch nicht. Nee. Oh, ihr seid ja einige. Owen Moore. Kennen wir den? Oh. Echt jetzt? Firefly. Oh, was malst du denn jetzt? Woher kennen wir Owen? Die kannte ihn anscheinend, oder? Owen Moore. Mehr gab's nicht. Im Tagebuch. Okay, hier haben sie also geschlafen. Schade. Wie geht's lang da oben raus? Komm ich schon da hoch? Hansa sagt gerade aus der Lüfte geschafft, okay. Hier war jetzt nichts weiter, ne? Nee, aber wir waren ja noch im Rest. Oder? Waren wir schon überall? Nee, genau, wir sind gleich hier. Oh, stimmt. Für dich ihr Leben riskiert. Das war ihre Wahl, verdammt. Ich gehe da nicht hin. Dann lass es. Geh zurück. Fick dich, Owen. Ja. Hände hoch. Wo ist Abby? Du bist die Kleine aus Jackson. Sag mir, wo sie ist. Tötest du uns nicht trotzdem? Wenn du es ihr sagst, sind wir tot. Ihr könnt das überleben. Ich brauche nur sie. Bullshit. Du. Komm her. Beweg deinen Arsch hierher! Zeig mir auf der Karte, wo sie ist. Und danach du. Nee, das stimmt nicht überein. Okay. Was hast du vor? Sie ist bestimmt eh schon tot. Das ist es nicht wert. Stopp! Wir können überall... Geh sofort zurück! Genau. Genau. Warte, ich bin gleich da. Ladekabel. Anders. Ist das auch noch das falsche Ladekabel? An der spannendsten Stelle wieder. bin wieder da.
Zeig mir, wo sie ist. Zeig es mir einfach! Oh, fuck. Schon heftig, ne? Nein, nein. Oh, die ist schwanger. Alles ist gut. Komm schon, gehen wir. Gehen wir. Alles ist gut. Schockiert. Deiner ist auch schwanger und die hat die Schwangere kalt. Heftig. Wieso sagt sie auch nicht am Anfang, dass sie schwanger ist? Das hätte ihr bestimmt das Leben gerettet. Heftig. Jetzt sind wir wieder in unserer Unterkunft, oder was? Aber in diesem Theater. Sieht so aus, ja. Uff. Das war harter Tobak, Leute. Ja, klang es unbedingt so, dass Owen sie direkt töten wollte? Naja, also an Ellies Stelle, also der hat ja versucht, sie zu überwältigen. Also du meinst jetzt, ob Owen Ellie töten wollte? Hat er versucht, sie zu überwältigen? Also denke ich, weiß ich jetzt nicht, ob er die töten hätte wollen, aber ich hätte mich jetzt auch nicht unbedingt überwältigen lassen. Und hätte da, glaube ich, erstmal ähnlich agiert. Zumindest jetzt von den Entscheidungen her. Aber das ist halt heftig, ne? Ist halt nur insgesamt so traurig, wenn du das Ganze betrachtest. Es geht halt irgendwie um eine Person, die sie jetzt unbedingt töten will. Und wie viele da mit sterben müssen. Ich meine, okay, Owen war natürlich auch mit dran, im Prinzip dran schuld ist. Also, er hat ja zu Abby gesagt, glaube ich, dass er Joel umbringen soll. Von daher hat er schon auch noch mit Stück gehabt, aber sie haben wir ja zum ersten Mal gesehen, oder? Glaube ich, die Kleine. Die ist natürlich dann schon heftig. Ich meine, das sind ja wahrscheinlich auch alles nur Clans, die irgendwie versuchen zu überleben. Ich denke jetzt mal nicht, dass die unbedingt so groß anders sind als dieser Clan jetzt hier von Ellie oder diese Stadt. Also vielleicht findet man noch was heraus, aber bisher wissen wir ja nichts anderes. Und ja, ist halt schon heftig, ne? Hier zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ist alles voller Schnee. Nein, wenn wir da ankommen, wird alles getaut sein. Wo willst du hin? Brauchte nur Luft. Warum seid ihr noch wach? Konnten nicht schlafen. Hier, sieh dir das an. Wir wollen über Ellensburg nach Hause zurück.
Wenn wir bis morgen in Fall City sind, wäre das gut. Ich will nicht zurück. Hey. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Aber sie darf weiterleben. Ja. Ist das okay? Ich freue mich echt nicht drauf, wieder durch Idaho zu kommen. Du solltest dir lieber Sorgen machen, was Maria mit dir anstellt, wenn du zurückkommst. Wir haben schon Schlimmeres durch. Aber als ich in die Stadt durch so eine Nobelecke kam, habe ich eine Halskette gefunden. Die funkelt ziemlich. Glaub, die ist aus echtem Gold. Du glaubst, die ist aus echtem Gold? Es ist echtes Gold. Zeig mal. Ich weiß, wie Gold aussieht. Wenn die echt ist, können wir sagen, sie ist von uns allen? Such dir was Eigenes zum Bestechen. Wie geht's dir? Gut. Ellie. Gut. Danke, dass du für mich da warst. Ich lass meine Freunde nicht im Stich. Du bist so schmalzig. Okay, wie wär's mit... Meine Freunde kommen eben ohne mich nicht klar. Schon besser. Scheiße. Nein! Jesse, steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagen! Halt die Fresse! Fuck. Okay. Stopp! Stopp! Waffe runter! Waffe runter! Fucking Abby. Nein, nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freunde getötet. Du auch? Wir ließen euch beide am Leben. Und es war umsonst. Sie ist hier wirklich aus Großzügigkeit am Leben gelassen, sozusagen. Damals. Dad! Jetzt erfahren wir bestimmt das mit Joel. Dad! Oh, fuck. Komm schon. Dad? 4 Jahre zuvor. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass was mit ihrem Dad jetzt ist und vielleicht Joel dran schuld sein könnte. Dad! Wo steckst du? Na, mal los. So. Über diesen Zaun. Bitte irgendwo so ein Schiebeding. Nee. Wahrscheinlich hier hinten irgendwie. Habe ich relativ spät gesehen. Ich dachte, ey, wieso fällt jetzt dieser Mülleimer um? Hier oben, oder? Nee. Doch?
Nee, nein. Hä? Wieso sind wir jetzt hier reingekommen? Eine Flasche kriegen? Geister. Nee. Hä? Oh, nee. Leier. Zoo Lights Festival. Ja, mehr ist nicht drauf, ne? Ach, wenden. Buy one, get one. 20 Jahre zu spät. Ich hab verpasst. Hey, hier muss es doch jetzt irgendwo weitergehen. Das gibt's ja gar nicht. Nicht? Sicher, dass ich hier nicht durch muss? Komm ich eh nicht hoch, ne? Warte mal, muss ich. Da muss ich wahrscheinlich durch, oder? Hat geklappt. Ah ja, das ist auf der anderen Seite des Zauns. Das ist, alles klar, okay. Hier okay. Geht's nicht durch. Jetzt sind wir eine Sackgasse. Komm ich aufs Dach. Ja, das können wir ziehen. Oder? Nee. Was ist das? Sieh mal einer an. 1978. Mhm. Dann mal los. Hallo Münze, du. Dann geht's hier hoch, quasi. Bis. Okay. Geronimo! Sehr gut. Gut gemacht, Abby. Oh. Schön mit dem Kopf aufgelegt. Das tut weh. Er lebt noch. Du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na, hier. Oh. Weißt du, immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach, komm. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs, sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Was für ein Versprochen. Dir? Ein Wolf? Beeilen wir uns einfach. Siehst du? Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt. Chat, gibt mal Predictions ab. Um was geht's für ein Tier? Woher wusstest du, wo ich bin? Weil sie Bock habt. Owen hat mich verraten, oder? Das ich sag ein Wolf. Job. Wie hast du es aus ihm rausgekriegt? Am Ende ist wahrscheinlich einfach nur ein Kind. Gefragt? Hey, hab was gefunden. Bambi? 1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten, wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon, suchen wir weiter. Dad! Schon gut. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, oh, sie was? Kennt Owen also schon lange. Gar nichts. Nur das macht das Ganze jetzt noch bitterer. Viel Zeit zusammen. Viel mehr als früher. Oh Gott. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, man merkt so langsam, eigentlich sind das auch keine bösen Menschen. Ich bin dein Dad. Ich sehe sowas. Zum Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Ich kann das nicht. Und er bringt dich zum Lachen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Mir gefällt einfach, dass er jetzt so nett zu mir ist. Dann nutzt du ihn also aus? Abs, da. Oh. Frische Spuren. Das ist ein Pferd? Mal sehen, ob wir was anderes finden. Warte. Das hier ist nur ein Trick von dir, um mit mir Spurenlesen zu üben, oder? Aber nicht doch. Funktioniert es? Ja, ich meine, ich habe dich gefunden. Ja, aber mit Schummel. Oh, da liegt was. Man tut, was man tun muss, damit alles läuft. Wow. Du hörst mir ja doch zu. Ih, was ist denn das?
Dad, hier ist irgendwas. Oh mein Gott. Sie hat schon entbunden. Und hier, zwei Spuren. Ja, Bambi könnte wirklich das hinhauen. Nee. Na los. Das klingt gar nicht gut. Nein, sie hat Schmerzen. Ja, eine Plazenta, oder? Ja. Als eine Fruchtblase. Los, also. Komm. Dad, warte. Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber. Wusstest ach, ich wäre sie doch ohne nicht. Du bist bewaffnet, oder? Klar. Mist. Erbs. Oh, ein Zebra. Was? Ah, nein. Wir müssen sie losschreiben. Ist okay, ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt, es steckt richtig tief. Willst du das mit deinen Händen losschneiden, oder was? Komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Gut. Ganz ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen. Was? Hey, komm her und hilf mir bei Festhalten. Wir brauchen sie oben beim... Owen, festhalten! Das ist schon ein heftiges Spiel, finde ich. Ey. Siehst du hier, wie Owen aufwächst? Den haben wir gerade kalt gemacht. Okay, hast du sie? Netter, lieber Junge. Ja. Okay, dann los, Abs. Langsam. Heilige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Musst du kennen, vor allem. Komm mit! Freshy, Freshy, Freshy. Ich hab da nicht hingeguckt. Ich war schlau. War am oberen Ende des Kopfteils. Das haben wir gut gemacht. Doc, das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Aline dauernd redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das waren alles Fireflies. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen ihre Hilfe. Dad? Gehen wir. Das ist Ellie. Das ist das Krankenhaus. I think. Und der Dad geht jetzt hin. Es ist mit dem Hirn verflochten. Wir und er ist der Doc. Es muss doch auch anders gehen. Und Joel. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind. Und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht. Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter, was würdest du tun? Abby. Dein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlene. Tu es. Danke. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Das ist so heftig zu sagen, was hier richtig ist, ey. Du tust
tust das Richtige. Ja. Wenn ich das wäre, würde ich wollen, dass du es tust. Er war einer von den beiden, die im OP standen, wahrscheinlich. Das ist ja wahrscheinlich gerade der Zeitpunkt, wo Joel freigedreht ist, oder? Und jetzt findet sie... Ist er immer noch hier drin? Ihren ist das Vater. Nein! Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er. Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Lass das. Sonst was! Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht! Okay. Vierteltag ein. Achso. Abby. Oh. Ruhig. Alles okay, Abs? Ja, nur... Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht. Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beeilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Vamonos. Okay. Ach, meine Güte. Mist, mein Nacken. Also, bringen wir das mal vielleicht alles ein bisschen zusammen. Danke für das Zimmer letzte Nacht. Ja, wer war es diesmal? Die Küchenbraut? Nein, die Wetterbraut. Sie hat ihren Berg verlassen. Ah, ich habe damals... Ja, wir hören erstmal zu, den beiden. Ja, sie ist ein bisschen zu begeistert von ihrem Job. Sie sprach dauernd von einem Sturm und... Ich weiß nicht. Hat sich's gelohnt? Oh, absolut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Das solltest du. Was Besseres als sie findest du nie. Das denke ich eigentlich auch. Hallo, Miss Potts. Hallo, Maggie. Sie auch? Ein Gentleman. Ja, Schule. Wow. Kindergarten-Class.
Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, geht klar. Hol mir was con picante. Also man kann sie halt... Man kann sie halt nicht mal übel nehmen, ne? Man kann ihr sogar zugute schreiben, dass sie nicht mal Ellie getötet hat. Ah, es ist alles so heftig. Ich habe damals noch, beim ersten Teil, wo ich in diesem OP stand, wo du dann da reinbrichst, ich glaube, du brichst da irgendwie die Tür ein und oder drückst sie ein und bist dann, stehst dann einfach mal im OP und du siehst die beiden Ärzte da vor dir, wie sie gerade anfangen wollen, sie zu operieren. Und dann zielst du schon und du kannst halt nichts anderes machen, als dich zu erschießen. Aber ich weiß noch, wie ich da stand und eine Minute bestimmt oder zwei Minuten da gezielt habe und gesagt, nein, ich will dich nicht töten, nein, ich will dich nicht töten, ich muss da aber. Und aber genau das macht irgendwie das Spiel aus dem Besonderen, dass du halt nicht diese Entscheidungsfreiheit hast, sondern diese Entscheidung so gezwungen wirst. Das habe ich in keinem anderen Spiel bisher noch so erlebt. Das ist aber auch, glaube ich, das, was viele kritisieren, so ich das mitbekommen habe. Und, warte mal, wir sollen Essen holen, hat er gesagt, gell? Ist er bestimmt da? Nee. Nicht hier? Nee. Nee, ist nur die. Ich freue mich auch, Abby. Das Abwaschen. Er ist offen mit ihm zusammen, wenn ich unterwegs bin. Er liebt dich. Hey, John. Kommst du mit uns in die Serovina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Serovina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Leah vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin, ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Okay, Wicked Six, hab ich mir durchgelesen. Was heißt denn Arbitrary? Das Wort fehlt mir in meinem englischen Wortschatz. Ja. Hey, Sir. Ah, Abby. Wie geht es Ihnen? Fantastisch. Sagst du ihm bitte mal, dass der weg muss? Ah, hab's versucht. Er steht mir. Vives horrible. Bueno, wir müssen jetzt los. Pass auf ihn auf. Für Sie? Gerne. Was soll ich dazu sagen? Das war einfach Pech. Die Waffen sind zuverlässig. Okay. Sie glauben, wenn Sie uns gesündert fühlen, wird die Welt wieder wie früher. Ja, arbitrary. Wie auch immer das ausgesprochen wird. Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Ah, ihr meint willkürlich, hey, oder? Was machst du? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Hey, Mann, da ist die Schlange. Lenny, was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin. Sorry. Wir gehen an die Front. Kommt schon. Du bist so frei. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Lenny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Weil ihr mir beide wichtig seid. Und ich hab genug von dem Scheiß. Weiß sie, oh, im Kopf rattert es übelst. Weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Und es ist okay für sie? Ja. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Ich glaub, dir gefällt's, mich zu quälen. Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Also sind diese ganzen Fireflies zu den Wolves geworden, oder was? Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sie gehört zur Familie. Tu es für mich. Das sind ja die Wolves, okay? Ne? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht.
Ein Teil davon. Pack deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Nur eine Splittergruppe. Ja, okay. Oh, ein Stadion. Cool. Wissenschaftlerin, hm? Mhm. Ach, cool. Die haben eine Viehzucht im Stadion gemacht. Eigentlich ganz geil. So ein Stadion ist, denke ich mal, relativ schwer einzunehmen. Du kannst ja... Du bist schon überall eingezäunt und du kannst die Eingänge relativ gut bewachen, denke ich mal. Oder auch dicht machen. Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort. Ah, das ist die Schwangere. Hi. Hey, du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja, du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. So, also Owen war ihr Freund und hat sie geschwängert, oder was, sozusagen? Also, Owen war Abbys Freund oder sollte mal Abbys Freund werden. Und jetzt hat er aber sie geschwängert. Geht's darum? Wie dem auch sei, bevor wir durchgehen, Leute. Ich gehe mal hier kurz in unser Camp. Ja, du, das war heftig, Leute. Was haben wir heute erlebt? Ganz schön krassen Scheiß. Ich sehe gerade, ich habe Red Dead Redemption an. Dahinter steht The Last of Us Part 2. Part 2 stimmt. Guckt. Ja, egal. Ganz schön krasser Scheiß ist halt passiert. Wir haben herausgefunden, warum Abby Joel hasst. Und zwar aus einem sehr nachvollziehbaren Grund, denn Joel hat Abbys Papa getötet, denn Abbys Papa war einer der Ärzte, die Ellie behandeln wollten. Klar, man kann irgendwie dran zweifeln, dass dieser Papa Ellie halt einfach opfern wollte. Aber irgendwo um dieses ganze Gemeinwohl, das ist halt wieder diese Diskussion, die man führt, was in Teil 1 passiert ist. Ach, danke, Jailer. Okay. Genau, diese Diskussion, die man führt, die in Teil 1 passiert ist. Ist es nun wert, dieses Mädchen zu opfern für das Wohl der Menschheit oder nicht? Das ist halt diese harte, kritische Frage, wo es, glaube ich, keine richtige Antwort gibt. Ist wirklich hart zu sagen, ob es richtig war, sie umzubringen. Auf jeden Fall musste man, glaube ich, vor Joel Bescheid sagen. Obwohl, wie wir jetzt wissen, das wahrscheinlich trotzdem ein Fehler war aus deren Sicht. Aber vielleicht hat Joel ja auch alles richtig gemacht, wenn wir es genau andersrum sehen. Ja, es ist halt wirklich... Ich krieg das in meinem Kopf noch nicht ganz zusammen. Auf jeden Fall... Ja, Abby hatte allen guten Grund, sauer zu sein. Und hatte allen guten Grund, glaube ich, auch Joel zu töten. Und das ist echt heftig. Aber das ist The Last of Us. Vor allem, dass man keine Entscheidungsfreiheit hat. Man wird da reingezwungen, alles zu tun, was dort passiert. Ist halt teilweise unschön, weil man selber halt Dinge tun muss, die man eigentlich gar nicht tun will. Aber halt irgendwie auch geil, weil dieses Spiel dann quasi mal... Also weil man so eine Spielerfahrung hatte man irgendwie noch nicht so, dass man so in Sachen gedrängt wird, die man gar nicht machen will, finde ich. Hatte ich zumindest noch nicht so krass wie bei The Last of Us. Allgemein, auch bei Teil 1 schon. Und das macht's auch irgendwie aus. Und ich weiß auch, ich habe schon ein paar Podcasts so, die das Spiel so ein bisschen abgehandelt haben, neben anderen Spielen dann gehört, dass halt viele Leute das kritisieren. Weil am Ende, ich weiß nicht, was am Ende passiert, ich habe keine Ahnung, ich habe mich nicht spoilern lassen zum Glück, aber ich weiß, dass das wahrscheinlich auch wieder irgendwas sein wird, was man eigentlich gar nicht machen will. Und es aber halt durchziehen muss. Und weil das Spiel halt keine Wahl lässt. Genau. Und das ist die Krux von The Last of Us Part 2 und Part 1 auch gewesen. Leute, jetzt geht's gleich weiter. Beziehungsweise nächste Woche Freitag geht's dann wieder weiter. 13 Uhr. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet.
Wir kommen, glaube ich, ganz gut voran. Ich weiß nicht, wie viel noch kommt, aber ich denke mal schon noch einiges. Mal schauen, was dann jetzt in dieser Szene passiert. Wir haben ja quasi jetzt nur Rückblicke gehabt. Also es wird dann wahrscheinlich da weitergehen, wo Abby auf Tommys Kopf zielt, ob der jetzt überlebt oder nicht. Und was Ellie da jetzt noch genau macht, die hat sich ja ergeben. Schauen wir mal. Abby entscheidet jetzt, wer leben darf. Und genau, da sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder. Jetzt geht's weiter mit No Way, mit Würfel Q. Bleibt dran. Ihr könnt direkt auf Twitch bleiben, auf dem Team HG Channel. Die Leute, die hier auf YouTube dabei sind, schaltet rüber auf Twitch, TV, Team HG. Denn da geht gleich der gute No Way von uns live. Da gibt's die Würfel-Q, da könnt ihr mitspielen, wenn ihr Glück habt. Und sogar geile Sachen gewinnen. Pro-Pads. Nämlich coole Mauspads. Mit AHG-Branding. Richtig nice. Ich geh jetzt raus. Es war sehr schön mit euch. Bis nächste Woche Freitag. See you.